Jo Leute, Crimex hier, was Glory Paulberger, herzlich willkommen zurück zu Fortnite und heute werden wir einen Undercover-Skin-Contest crashen von Stani, Leute. Der ist nämlich gerade live, wir werden bei seinem Skin-Contest mitmachen. Ich bin auch hier gerade live im Stream, Kuss geht raus an alle, die jetzt schon da sind und wir haben uns hier gerade schon einen richtig krassen Skin gemacht, Leute. Und damit werden wir jetzt hier versuchen mitzuspielen oder beziehungsweise zu gewinnen, also lasst ein Like und ein Abo da. Und Freunde, checkt jetzt hier zum neuen Season-Start auch gerne noch den Creator-Code iCrimexOG im Item-Shop ab. Ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord, Leute. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt rein in die Runde, let's go. Also, ich bin jetzt ja echt mal gespannt hier. Ja, also, du wirst keine Chance haben. Hier sind sehr krasse Leute mit dabei. Aha, okay. Boah, Leute, ich muss sagen, Kombi ist krass, oder? Boah. Ich muss aber auch sagen, es ist mir echt ein bisschen schwer gefallen, weil ich so lange kein Fortnite mehr gezockt habe. Ah, mal gucken. Wir gucken mal, Leute. Live-Chat, was sagt ihr? Unsere Skin-Kombination jetzt, wenn ihr es so seht, fertig, von 1 bis 10. Ich finde es eigentlich jetzt echt gut geworden. Boah. Mir gefällt es jetzt. Von 1 bis 10, wie findet ihr es? Also ich sag ehrlich, meine Kombi ist brutal. Brutal. So, würde sagen, wir landen erstmal alle bei Mount Olympus. Oder? Ja, gerne. Ja. Ich überlege gerade. Da haben wir eine Zone, Bro. Ja, lass mal Mitte. Lass mal hier. Oh, das ist hier direkt Skin-Contest-mäßig. In der Mitte Ruined Reels. Ruined Reels. Wo ist denn das? Das ist in der Mitte direkt, Jungs. Das ist in der Mitte. Ich bin bei Banani in der Gruppe drin. Geil. Banani, das geht. Banani ist Helfer. Reels. Restored Reels. Restored Reels. Okay. So, Leute. Stani okay, sagt Restored jetzt Reels. Jetzt bitte alle einmal landen. Okay. Für Dave Knight Waffen, Bats, alles farmen. Und dann machen wir hier heute richtig schön hier in der Arena Skin Contest. Das ist sehr gut. Boah, also Leute. Max, du kannst wirklich. Also ich sag, Max kommt nur 2-3 Runden weiter, maximal. Alter! Ich bin mir auch sehr gespannt, was dir. Boah, ich find's schade, was du hier von mir denkst, Digga. Sehr, sehr schade. Ja, Max, du bist raus. Du warst mal Fortnite-Spieler gewesen, aber mittlerweile bist du raus. Ja, ich bin echt ein bisschen Rentner geworden, aber ich bin trotzdem mit meiner Kombination echt zufrieden. Es kann natürlich sein, dass ich dabei bei Storylane und so, dass da dann irgendwann das da aufhört, Leute, aber gucken wir mal. Aber eigentlich, wenn es ging, ist es ja immer dasselbe so mäßig, weißt du? Und da muss es ja auch immer gut halt irgendwie mal lang nicht sieht, ja. Ja, Bro, das so, deswegen. Problem ist halt, ich wusste halt auch nicht allein, was jetzt so. Ich habe so ein paar Sachen probiert und meine ganze Live-Chat war, nee, sieht dumm aus, ist kacke. Keine Ahnung, was ja, das war. Ja, Live-Chat hat auch meist keine Ahnung. Also, das waren vielleicht irgendwie früher mal so gute Sachen. Ich bin Rentner geworden, jetzt sind die nicht mehr gut, ich weiß auch nicht. So, Dave Knight steht hier. Boah, also ich sehe schon mal geile Skins auf jeden Fall. Ich bin gespannt, Leute. Leute, er hat doch gerade gesagt, er sieht geile Skins, als er vor unserem Skin war. Was ich denke, wer ich glaube, der findet unseren Skin gut. Stani ist, aber. Hast du schon mal eine Prediction, wer wir sein könnten? Oh, der jetzt noch gar nicht. Ich muss erstmal einen Durchlauf machen und danach kann ich. Ich glaube, ich weiß schon, wer Stani ist, Leute. So, und also zwar den ich gerade angucke, habe ich das Gefühl, dass das Stani sein könnte. Das also eigentlich, wenn du nach Stanis Skin suchst, musst du nach irgendwie ein hässliches Skin suchen, Bro. Okay, hinter die Tür stellen, oder was? Ja, genau, Leute. Alle bitte hinter die Tür stellen. Wie gesagt, Leute, ich brauche keine Helfer. Der einzige Helfer, glaube ich, ist Banani. Ich meine, Stani irgendwie. Oh, Leute. Alle hinter die Tür stellen, bitte. Okay. Leute, wir sind dabei im Skin Contest. Wir sind dabei, Bro. Oh mein Gott. So, Dave, du kannst eigentlich loslegen, ne? Ja, warte, Gott, die Jungs, die müssen hier raus einmal. Ja, also die Helfer können natürlich da stehen bleiben, aber oh, der Ding. Oh, no! Das geht einer rausgewinnen, aber wenn ich mir so hier einen krassen Skin, Enemy Disconnect gehabt. Wenn ich mir so die anderen Skins anschaue, finde ich unseren schon ziemlich cool eigentlich. Ich finde unseren schon krass hier, sage ich ehrlich. Passt auch so ein bisschen zur aktuellen Season. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen hier zu dem allerersten Skin Contest aus Fortnite Chapter 5 Season 2. Heute wieder Thema vom Skin Contest: seltene Skins, die man lange nicht gesehen hat. Und heute Special Guests mit am Start. Einmal hier unter anderem Standard-Skin und rot, der grau. King Crimex persönlich. Was Leute. Geht? Ich würde sagen, so der Erste kann immer reinkommen. Und Captain Lama Skin. Stani soll rot-grau sein, ja, sein Skin. Ja, okay, ist ein Noob-Skin, aber sehe ich aktuell gar nicht mehr so oft, muss ich zugeben. Ach du Heilige. Deswegen Spitzhacke. Vielleicht haben wir auch okay, was ausgewählt, Bro, was man zurzeit oft aber, sieht. Ich weiß ja, es okay, nicht. Ja, okay, Bro, aber darfst du weitergehen auf jeden ich Fall. Ich weiß es nicht, aber ich finde unsere Kombi schon böse, Bro. Ja, der Gladiator persönlich. Digga, sieht geil aus, Bro. Ja, Spitzhacke. Fußball. Oh mein Gott, wir sind auch erst so voll am Ende. Her, Thema gar nicht. Vaping sieht saugeil aus. Spitzhacke ist Minuspunkt, aber egal, darf's weitergehen. Ach du Heilige. Weibliche Gladiatoren-Skin. Es ist eigentlich Spitzhacke schlauer, weiter vorne zu sein, weil irgendwann später fällt ihm vielleicht ein, dass er zu viele durchgelassen hat. Ich muss sagen, Skin sehe ich auch nicht oft, Bro. Also Real Talk. Bro, wenn man. Darf's auch weitergehen. Digga, wenn man danach geht, kannst du ja fast jeden Skin durchlassen, was man nicht oft sieht. Bro, das, aber das Ding ist, ich spiele jeden Tag Fortnite, Max, weißt du?
Ich will jeden Tag Fortnite so und Thema ist auch seltene Skins. Und Bro, die Kombis sind krass. Bro, schau dir das an. Ich kann so, der hat den Skin Jahre nicht gesehen. Aha. Und Digga, die Kombis sind wirklich 10 von 10. Also das könnte auch Stani so sein, glaube ich. Das könnte Stani oder Max sein. Das auch mal. Oh, Bro, also, ey. Ich bin so interessiert, ob Stani schon dran war, Leute. Real Talk, die Kombis sind alle 10 von 10. Stani ist der Roboter da hinten. Ach, ey, lol, der, und Leute, ich wollte auch auf Roboter-Thema gehen. Und ihr alle, nee, wegen euch habe ich keinen Roboter gemacht. Das da hinten ist also Stani. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Aha. Der FNC-Skin, aber... Ja, aber finde ich jetzt gar nicht. Also ist halt selten. Sein Skin ist selten. Das ey, Leute, Real Talk, ne? Ich fühle mich gerade wirklich schlecht, aber Bro, ich muss dich weiterlassen. Okay. Das hilft nichts. Ey, ich hätte auch auf Roboter gehen sollen. Ich wollte auch so einen Motor auf den Rücken setzen und so. Ich schwör's ja, ey. Kurze Frage, nicht. Hast du überhaupt schon eingekickt? Sorry, Bro. Monkey Mister, einmal raus. Monkey Mister ist der Erste, der raus ist. Oh Gott. Bro, Astrocheck. Auch so ein selten. Bro, das sind alles Real Talk seltene Skins. Astrocheck, ich weiß nicht, wann er zuletzt im Shop war, vor 1000 Tagen oder so. Die waren gar nicht. Ich muss sagen, Kombi ist leider nicht ganz so geil, aber ey, der Skin. Ich finde so Travis Scott aber auch irgendwie schon wieder so gefühlt ausgelutscht. Das ist doch irgendwie. Ich muss auch sagen, Travis Scott sehe ich übrigens. Also, der Travis, aber das ist der Astrocheck, das ist ja der dieser Mondskin quasi. Das ist deine Bewertung, Bro. Deine Bewertung. Also, denk nur dran, wir sind sehr viele Leute. Wir sind sehr viele Leute, nicht, dass wir rentnermäßig. Also, sorry, Bro. Finde ich nicht so geil, Bro. Sehe ich auch recht oft. Ist auch so ein typischer Bot-Skin, muss ich zugeben. Ey, nicht schlagen, Junge. Mich hat hier hinten einer geschlagen. Ey, ich habe echt Angst, dass wir jetzt in der ersten Runde schon rausgehen. Sehr geil aus. Ey, bitte nicht. Bitte nicht, Leute. Skateboard, Bro, auf dem Skelett-Skin? Weiß ich ja nicht. Aber Skin ist... Das ist doch der übelste Random-Skin. Sehe ich aber, also ich sehe den Ingame wirklich auch nie. Bro, das ist doch der übelste Random-Skin. Hä? Hey, Bro, das ist der größte Dulli-Skin, Alter. Das ist Season Pass Level 1 Dulli-Skin. Also da muss ich wirklich, da hat Max aber, mehr Ahnung einfach wie du von Skin-Content. Bro, das ist diese Piraten-Season, wo Fortnite Halbzeit war, was jeder in seinem Spind hat, Digga. Da hat jeder mit rumgerannt. Bro, weiter, hallo? So, Bro, ist Normando, Digga, tut mir leid, ist Normando. Ich dachte, den lässt auch schon weiter. Ich dachte, jetzt Sehe ich selten, Der Deep Skin. Spitzhacke ist so ein Messer. Backbling. Boah, sieht auch ganz geil aus. Ja, komm, darfst du weitergehen, Bro? Ey, Freunde, jetzt gleich sind wir. Wenn er den jetzt weiterlässt. Der Hippie Skin ist auch crazy da vorne. Sorry, geht gar nicht. Das ist doch auch Bro! Den sieht man selten. Was ist das für ein Hippie Skin sieht man selten. Einfach Roboter Bob, Junge, am Start. Geil, Digga. Spitzhacke auch crazy, Bro. Oha, er feiert Stani. Er feiert Stani, Bro. Also so ein Skin, der ist hässlich und selten. Kann nur Stani gönnen oder Max, sag ich, wie es ist. Er weiß schon. Boah, es geht auch lange nicht mehr gesehen, aber. Leute. Ja, einfach Savile Skin, ne, Bro? Und ich. Ja, Savile ist halt ein Stinker. Deswegen, schaffst du es, kein englisches Wort zu sagen? Sag mir, was ich auf Englisch sagen soll, ich kann es sagen. Boah, das war ich fühle mich gerade aber echt wie 2020, ne? Mit dieser Sonne, 2020 immer Fortnite Skin Contest, gute alte Fortnite-Zeit. Eigentlich ganz geil, aber warte mal. Ist die Spitzhacke, ist das Set, Bro? Das ist Set. Nee, weiß ist nicht. Ist kein Set? Okay, dann darf's weitergehen. Wer Set, dann wäre raus. Uff. Ey, wenn er jetzt den Astronauten Junge, von mir weiterlässt. Junge, der Hippie Skin, der sieht geil aus. Ja, finde ich aber die Hacke nicht cool, obwohl... Mit dabei. Ja, sieht ganz geil aus. Ja, wobei so eine Smiley passt eigentlich zu Hippie. So, Astronauten-Skin. Oh, Leute, jetzt sind wir. Ist OG, aber ich sag dir ehrlich, ist OG, aber die Spitze... Also, ja, klar, die passt spielen schon ab und zu noch mal welche. Ich sehe die Astronauten-Skin leider viel zu oft. Tut mir leid, Bro. So, nächste bitte. Lol, einfach dieser Höllenskin. Ey, Real Talk, der könnte auch von dem jetzigen Battle Pass sein. Jetzt zur Unterwelt und so, passt der extrem gut. Sehe ich aber ultra selten. Spitzhacke von Dr. Doom mit dabei. Ja, safe, Müllskin, Alter. Müllskin. Nein, Bro, safe. Bro, safe, Alter, sehe ich nie, Digga. Stani sagt Müllskin, gönn doch. Okay, Nächster hier. Dave Knight findet gut. Indiana Jones. Sehr, sehr gut, sehr Bro, gut. Fühl dich nicht, tut mir leid. Sehr, sehr gut, Leute, sehr, sehr gut. Und Stani, der Eklige, sagt Müllskin. Hier Zauberer. Stani, der Eklige. Ich sag ehrlich, Bro, Skin ist geil, Bro, aber Spitzhacke passt mal gar nicht, Bro. Bro, aber okay, Dave Knight, unser Skin, findet er schon mal gut. So, dann bitte hier einmal alle an der Wand aufstellen hier. So. Ja, nicht an der Wand, da sieht man aber nichts, das ist scheiße. Also einfach, die sollen sich hin. Mach doch so einfach so. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Komm, lass Tür machen. Tanzduell erstmal, einmal so eine Tür vielleicht oder so. Tanzduell, okay. Ja, jetzt erstmal. Aber oder Emotes? Emotes oder Tänze? Was sagst du jetzt erstmal, wer ich oder Max bin? Also,
einmal entweder hier dieser Skull Trooper in diesem Disco-Style. Ist crazy, okay. Kombination. Okay. Hier dieser Roboter, keine Ahnung, einäugige Minion-Skin da. Okay. Der hat das zu standardmäßig, glaube ich, das nicht. Das könnte auch einer von euch sein. Dieser, was ist das? Auch so robotermäßig hier mit. Ja, okay, dann machen wir jetzt hier den Mod weiter. Also gibt schon ein paar geile Skins auf jeden Fall. Also ihr macht das Tanz, Max. Tanz. Ja, genau, okay, also jetzt wird einmal tanzen. Macht einen geilen Tanz, oder? Ach, nur, aber nur Tänze? Erst mal so ein Tanz, ja. Ach du Scheiße. Boah, ja, passt von den Farben auch ganz geil mit dazu. Ja, komm, darfst du noch weitergehen. Und dann aber jetzt natürlich auf jeden Fall hart, Leute. Jetzt natürlich hart aus. Ja, Hippie-Skin und Peace-Zeichen ist eigentlich auch recht smart tatsächlich. Ja, komm, aus und Scheiße, Bro. Ja, Lama-Skin. Nee, Bro, sorry. Ja, Leute, das Problem ist, ich habe ja jetzt keinen Tanz mehr gesagt. Ich habe mir so. Oh! Farblich 10 von 10, Bro. Auf jeden Fall weiter. Safe. Hier bin ich auch gespannt. Auch ein geiler Skin. Ja, Feuer, Leute. Passt halt auch zum Thema, ne? Auch ein seltener Tanz. Ich muss eigentlich das hier machen. Skin war Kippe, aber jetzt nach dem Tanz crazy. Ja, komm, ich mach einfach. Ich bleib hier einfach bei meiner Taktik. Ich bleib einfach bei meiner Taktik, Leute. Ja, aber sag, ist so standardmäßig, Bro. Ich finde die Skin auch nicht krass, sag ich dir ehrlich. Ich bleib einfach bei meiner Taktik. Ich hab jetzt keinen Tanz. Ich wusste nicht, dass wir Tänze. Das ist ein Tanz. Ich dachte auch Remote. Hexenflug. Am Cruisen. Ja, der ja, aber das ist ja auch kein Tanz. Okay, das ist auch kein Tanz. Ist kein Tanz. Muss kein Tanz sein. Hier, Räuber-Skin. Boah, ich höre die Musik nicht, Bro. Ist von Moisty, und diesem, wer ist denn der Skin? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Kann sein, dass wir ein bisschen vorgehen müssen wegen Zone? Ich höre die Musik nicht, wegen Copyright, aber. Kann sein, dass wir vorgehen müssen wegen Zone? Oh, Leute, okay, jetzt sind wir. Ich hoffe, wir kommen noch durch. Ich bin jetzt hier schon. Egal, das hat was. Skin ist aber wirklich 10 von 10 in meinem Leben. Hier auch sehr gespannt. Ja, passt, farblich saugeil. Okay, jetzt der letzte hier. Das kann auch einer von euch sein. Oh! Ja, das ist Choke. Der Beschwörer. Unterweltbeschwörer persönlich. Ja, safe, geil. Geil. Okay, in die Zone. Ich okay, Dave Knight hat's gefühlt. Tanzduell, oder? Ja, Tanzduell und es fliegt jede Runde mindestens einer raus. Oh mein Gott, was? Tanzduelle? Oh, was? Da bin ich scheiße. Also, jetzt wird einmal hier. Tanzduell wird mein Ende sein, Leute. Tanzduell wird mein Ende sein. Du sollst einen Partner bitte gegenüber aufstellen. Und jetzt Tanzduell, Leute. Du musst auch ein anderer Tanz sein wie eben. Also nicht denselben Tanz wie eben machen, bitte, ja? Tanzt du mein Ende sein. Noch ein Gegner. Ja, alle so. Jetzt hinstellen, sonst down. Alle jetzt hinstellen, sonst down. Also, wer in 3 Sekunden keinen Gegner hat, ist einmal raus. Würde gegenüber aufstellen. 3, 2, 1. Okay, so fangen hier an, Leute. Fußball-Skin gegen Galaxy-Skin. Okay, finde ich beides sehr krass. Ich muss aber sagen, ich finde den. Boah, ich finde Fußball-Skin fast noch ein bisschen geiler, Bro. Sorry, Westside. Beides trotzdem sehr geile Skins. Gladiator gegen Unterwelt-Skin. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon mal einen Favoriten hier bei denen. Oh, geiles Skin. Er muss nachlegen. Nein. Oh, ist das so ein bisschen auf Unterwelt-Boss, ne? Mit dem. Nein. Thron hier. Neuer Tanz. Oh, Feuer, auch geil. Ich muss meine gute. Sorry, ich weiß nicht. Also, ist ja. Bro, dass er mich da durchgelassen hat. Beiden okay. Dass er mich da durchgelassen hat. Oh, das sieht geil aus mit hier Roboter. Dass er mich da. Ich war absolut schlecht. Aber das Problem ist, Leute, ich musste mir meine Sachen hier für den Ding aufheben. Nachlegen. Das hätte ich auch noch machen können. Nächstes Mal muss ich das machen. Das ist hier schon gefühlt Finale. Also ich fand, im World Battle war ich gerade absolut schlecht. Ich dachte, wir sind raus. Sehen in deinem Leben, unter anderem stand hier Max, beide noch mit drinnen, ne? Oh mein Gott, okay. Krass, alle noch drinnen. Max, hätte ich nicht gedacht, ey, dass du, also Max noch hier. Aber Max hat auch mal damals früher viel Skin-Contest gemacht, sag ich ehrlich. Bro, ich find's schade, dass du mich so unterschätzt. Ich muss auch sagen, Stingo ist auch ein bisschen pay to win. Und Max und Stani haben halt auch wirklich viel reingebaitet in Fortnite. Was sagt der da? Geh mal gerne ins Rift dann, Leute, und lass mal direkt weiterfliegen. Ja, direkt ins Rift. Geht mal in Rift rein und dann lass die nächste Zone fliegen, wir die ist taubert weg. Hä? Warum geht der nicht ins Rift rein? Mit Enzel. Hier, sorry Leute, ich baue ein bisschen eine Plattform. Ja. Kommt doch noch was, Bro? Weiter. Oh! Boah, jetzt macht er hier Solo-Action. Okay. Jetzt geht's weiter in Solo, Freunde. Wir sind ready. Crazy, ja, okay. Und dann machen wir hier so auf Drohnen setzen. Ist geil, wie mit der Gitarre und so auch hier. Das hier so. Auch geil aus. Guck mal, der Unterweltkönig. Was? Dem Publikum gefällt's nicht. Okay, crazy. Der Unterweltkönig sitzt hier. Das Publikum ist sauer. Ich glaube, das ist gut. Jetzt muss er nachlegen. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist jetzt gut. Der ist richtig sauer hier. Gitarre kaputt. Geile Story, Bro. Geile Story. Ich glaube, das war's. Ja, Bro. Guck mal hier. Geile Story. Oh, aber Zone kommt doch schon wieder. Zone kommt schon wieder. Oh mein Gott, Leute. Muss schneller machen. Bro, er kommt nicht zu uns. Oh, Bro, er beschwört den Steinthron. Das ist crazy. Er ist über den. Ja.
heiligen Medaillons bei dem Dr. Strange. Er versteht. Ja, Sigalas. Unterwelt, sehr geil. Geil, Dave Knight versteht. Okay. Mach nochmal der andere Roboter-Skin. Mach immer Story. Ey, Bro, wenn ich die Flügel jetzt auspacke. Auch ein sehr krasses Skin auf jeden Fall. Aber wir müssen jetzt punkten mit der Story. Oh nein, bei Tanzbattle werde ich rausfliegen. Aber einer genau, glaube ich. Der Fischer-Skin. Bei Tanzbattle werde ich rausfliegen. Ja, dann wäre Duell hier nochmal ready. Muss der. Du kannst ja auch noch Sticker. Sticker kannst du noch machen. Ja, Bro. Sticker. Sticker machen. Skulltrooper-Skin. Sticker, ja. Mach Sticker. Sieht geil aus. Die Höllenskin, auch nochmal bitte Sticker machen, hab's nicht gesehen gehabt. Boah, sieht alles geil aus. Boah, wenn es ein Shiny ist, würde mich hassen. Okay. Oh nein, mein Gott! Nein! Ist Finale ein Cry? Bro! No way! Ja, aber ich hab noch Joker. Max, okay, Bro, ich hab auch noch einen Joker. Max, du wirst kassiert. Ich hab auch noch einen Joker. Bro. Okay, Tanz okay. Oder was? Ja, Tanzduell. Hier gegenüberstellen hier. Ah. Tanzduell. Okay. Jetzt geht's ab Punkt. Ich würde sagen, der erst 3 Punkte hat. Warum muss ich sagen, finde ich den Höllenskin sogar besser. Ich weiß immer noch nicht, wer ist von euch beiden. Aber ich würde jetzt mit Höllenskin einen Punkt geben. Ja! So, weiter geht's. Nächster Tanz. Oh, bloß weg von hier. Bro, Minusburg hast du schon gemacht. Hast du schon gemacht. Bildungstanz. 1-1. Dann würde ich sagen, jetzt nochmal ein Sticker. Sticker. Zone. Ja, dann hast du noch Metz. Ich hab noch Metz hier. Sticker. Hier. Sticker, schnell. Okay, beide ganz geil auf jeden Fall. Lass nochmal Zone gehen. Ey, das ist wirklich spannend hier. Real Talk, ihr seid beide krass ausgestattet. Mach doch mal Tanz. Nochmal einen neuen Tanz. Ey, das ist der 10. Tanz, den ihr machen müsst. Ah, fühle ich jetzt nicht so von dem Roboter. Höllenmensch, Tanz. Warte. Oh, okay, sieht crazy aus. Okay, nochmal mit dem Hexentanz. Sieht eigentlich ganz geil aus. Passt alles ein bisschen zu dem Unterwelt-Thema. Nochmal ein Spray. Spray. Spray lieber auf den Boden. Oh, Zone kommt nicht. Okay, man sieht kein Spray. Rani, hast du keine Metz mehr? Bau mal vor, bitte. Welche Metz? Hä, wer war das denn? Ich weiß nicht. Hä? Bro, wer war das denn? Bro, wer war das gewesen? Ey. Lebt ihr noch, Jungs? Oh, Banani. Bro, er macht Impuls, hä? Ey, Bro, aber ich hatte auch nichts zu sagen. Ich würde wirklich sagen, Bro, ich fand den Roboter-Skin vom Skin her sehr, sehr krass. Aber von den Tänzern hat am Ende der Höllenmensch auf jeden Fall ja, ein bisschen... Ja, Bro, weil dieser, du hast bei den einen Runde, Bro, 4 Tänze sollte ich machen. Ja, Bro, 4 Tänze, Bro. Du hast doch gegen den Comet krasser Roboter gespielt. Ja, ich hab gegen den anderen gefeiert, Bro. Du sagst, ich soll 4 Tänze machen. Stani, sagen wir einfach unentschieden. Ja? Ja, okay, GG. Unentschieden, schießt du den Double T. Ich würde sagen... Fair bewerten, die Leute sollen in die Kommentare reinschreiben, wer gewonnen hat. Ob ja, das ist gut. Das war's gewesen. Jo, ciao. Ey, aber Leute, ich sag ehrlich, dafür, dass wir so lange nicht in Fortnite dabei waren und dass ich jetzt mit Stani mitgehalten habe, der immer noch aktiv Fortnite zockt, ich würde sagen, Leute, haben wir eine krasse Combination rausgehauen. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da. Creator Code, ein Crymix OG. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Crymix.